Ja, der erste Wunsch wäre, dass ich erst einmal auch weiterhin von der Bevölkerung akzeptiert werde, wenn ich auch vielleicht dann nicht mehr mal Landeshauptmann bin. Zum Zweiten, dass ich in dieser kurzen Zeit, wo ich vielleicht noch Landeshauptmann bin, noch einiges bewegen kann. Und drittens, dass ich vor allem gesund bleibe und mich im Rahmen der Familie wohlfühlen kann. Nicht in der Familie, sondern ganz öffentlich knallten am Vormittag die Salutschüsse der Ehrenkompanie der Bozner Schützen am Silvius-Maniago-Platz. Alle drei Musikkapellen aus Bozen spielten auf und die Feuerwehrabordnungen aus Tirol und Südtirol machten ihre Aufwartung. Das traf den Nerv des Landeshauptmannes, seinen Stolz auf das Südtiroler Ehrenamt. Aber das Größte, was wir in unserem Lande haben, und das sage ich immer wieder, nicht nur bei dieser Gelegenheit, das seid ihr als Vertreter des Volontariats in unserem Lande. Die Geschenksdebatte zum 70. Die Landesräte ließen heute verlauten, dass sie ihrem Chef privat eine Skulptur schenken werden, zu einem späteren Zeitpunkt. Als Vorreiter zeigt ihn auch diese Holzarbeit, geschnitzt vom österreichischen Ladiner Reinhold Cigolla. Ich habe in ladinischer Sprache geschrieben, Luis, in Politica, dies el numero uno in Europa.